Ja, ein Hallo an dich. Ich bin gerade im Wald unterwegs und habe so diesen inneren Impuls verspürt, ja, wieder mal ein Video zu machen. Und zwar beschäftigt mich gerade vieles und einiges, und zwar das Thema des Urschmerzes, sage ich jetzt einmal. Themen, die immer wieder auftauchen in unserem, wo wir vielleicht schon sie gedacht haben, boah, da habe ich jetzt schon so vieles da, und jetzt sagt sie das einfach noch einmal. Und ich habe die letzten Tage so die Erfahrung gemacht, dass diese Zeitqualität wirklich, wirklich ganz intensiv gerade ist und dass ganz viele Menschen in meiner Umgebung und in meinem Freundeskreis von dem betroffen sind, nämlich diesen. Bei jedem ist ein Stück weit was anders, wieder in Begegnung zu gehen mit diesem, ja, mit diesem Urthema, sage ich jetzt einmal. Und weil es mich gerade selber wieder betrifft, habe ich mir gedacht, ich teile da mit dir meine Gedanken zu dem Thema. Und zwar merke ich jetzt bei mir so selber, und ich habe es jetzt wirklich auch ausprobiert, die letzten Wochen und Monate. Und ich war letzten Samstag beim Veit Lindau, und das war ganz spannend, weil er hat uns alle so auf den Weg gegeben, Ja zu sagen. Ja zu sagen zu dem, was du bist. Und zu dem, was du bist, gehört natürlich auch die ganzen Gefühle, die zu dir gehören, deine Gedanken, was auch immer. Und ich weiß, es ist voll schwierig, wenn sich Dinge nicht gut anfühlen, ein Schmerz, eine Traurigkeit. Das will man schnell wieder weg haben, weil das fühlt sich einfach nicht gut an. Aber probier es einfach einmal aus, dass du in diesen Momenten sagst, okay, ja, du darfst jetzt da sein. Aufgrund von meiner Geschichte, aufgrund von dem alles, was ich erlebt habe, darf dieses Gefühl einfach da sein. Probier es einfach mal aus. Ich habe so diese Erfahrung gemacht, die letzten Wochen, die letzten Tage, dass mit diesem Ja sagen einfach so ein Stückerl weit Leichtigkeit auch wieder eintreten darf, so ein Durchschnaufen eintreten darf. Und das viel, viel schneller auch wieder gehen darf, das, was mich einfach gerade gerade beschäftigt, an dem, was ich gerade hadere. Ja, ich möchte einfach auch noch Mut aussprechen, Mut aufsprechen, egal was dich gerade beschäftigt, wo du gerade bist, nicht aufzugeben, sondern wirklich erst recht Ja zu dir selbst zu sagen. Ich weiß, es ist wirklich eine heftige Zeit, aber probier es und versuche an diese. An dieses göttliche Vertrauen, das in deinem Herzen wohnt, so heranzukommen. Ich schaffe das immer ganz gut, wenn ich wirklich mit mir alleinig zum Beispiel in den Wald gehe, in die Mutter Natur gehe. Dort sind die so, diese Momente, wo ich mich ganz gut spüre, wo ich wieder in mein Zentrum kommen kann und daraus einfach neue Impulse schöpfe, neue Impulse für mein Leben und da wirklich so diesen nächsten Schritt, nicht diesen 10. Schritt, weil das interessiert eh noch keinen, sondern wirklich den nächsten Schritt. Was ist wichtig? Also schau einfach, dass du mit dir alleinig, was immer so dein Weg ist, hinausgehst, so in Kontakt kommen kannst mit Mutter Natur und dich da einfach wieder ein Stück weit aufladen kannst. Ja, du kannst dir natürlich auch gerne Unterstützung holen. Also wie du sicherlich weißt, biete ich schamanische Einzelbegleitung an und auch Einzelbegleitung in integrativer Körperarbeit. Das heißt, du kannst gerne mal auf meine Homepage schauen, www.herzen-berühren.com oder auf meine Facebook-Seite Herzen berühren. Da sind die ganzen aktuellen Termine. Und wann du gerne in den Wald gehst, wann du gerne mit Mutter Natur bist, du da so eine Resonanz spürst. Ich mache schamanische Wanderungen einmal im Monat in den Wald und die nächste ist am 8. Dezember. Also, dann wünsche ich dir alles, alles Liebe und ganz, ganz viel Vertrauen in deinem Herzen.
Und ich weiß, dass es leichter wird. Also wenn ich was weiß, weiß ich, dass es immer, immer leichter wird, wenn man versucht, wirklich Ja zu dem zu sagen, was gerade ist, an Gefühlen, an Situationen, was auch immer. Und auf diesem Weg wünsche ich dir alles Liebe. Mach's gut, Baba.